Eine Spüle in Silikon einlegen. So, wir haben ja die Ausschnitte schon gemacht, wie ihr hier seht. Die Spüle wird gerade etwas hochgebockt, das heißt, wir werden sie jetzt mal einlegen, während sie sogar schon drin ist und nach oben guckt. Wir brauchen etwas Silikon dafür und fahren am Rand unseres Ausschnitts vorbei und lassen da mal eine Wurst liegen. So, das Silikon dichtet nämlich dann die Fuge ab, die zwischen der Spüle ist und der Arbeitsplatte. Und das ist wichtig, weil wenn da Wasser reinkommt, dann quillt euch die Arbeitsplatte auf. Und wenn euch die Arbeitsplatte aufquillt, dann müsst ihr diese austauschen. Und das will ja keiner. Also legt besser die Spüle mit Silikon ein. Das ist nämlich die sicherste Variante. Die modernen Spülen heute haben auch Dichtungslippen dabei. Das ist dann das Gleiche. So, wie ihr seht, ging das ganz flockig weg. Jetzt komplett einmal rum. Jede Seite hat's. Und jetzt gehen wir hin und lassen die Spüle runter und drücken sie ein bisschen fest. So, dadurch wird jetzt das überschüssige Silikon nach außen gedrückt und wir haben es eingelegt. So, wie kriegen wir die Überstände jetzt am besten weg? Wir nehmen uns etwas Spüle an die Finger und fahren an den Rändern entlang und nehmen so das überschüssige Silikon auf. So, weg damit. Dafür gibt es auch extra Werkzeuge, aber ey, der Finger tut's auch. So, und dann habt ihr eine schöne Silikonkante, das andere geht mit der Zeit weg und ihr habt es aber schön dicht, das was am wichtigsten ist. So, das macht ihr natürlich komplett rum und lasst das trocknen, dann könnt ihr es benutzen. Nun kommen wir zum Bauen eines Siphons. Ein Geruchsverschluss oder Siphon, das ist ein Lehnwort vom französischen Siphonheber und vom lateinischen Sipho zu altgriechischen, das ist eine Wasserröhre oder Trap vom Englischen, die Falle, ist ein geruchs- bzw. gasdichter, jedoch flüssigkeitsdurchlässiger Verschluss von Röhrsystemen und Gefäßen. Und hier seht ihr das auf der linken Seite unter der Silgranitspüle. Das ist einfach der Abfluss, der dort gebaut ist an der Spüle selber. Und das Siphon ist dieses Teil, was wir jetzt da dran schrauben werden. Es gibt 50er Siphon und 40er Siphons. Die Siphons sind dafür da, um den Geruch aus der Kanalisation draußen zu lassen. Und wie ihr seht, haben wir dort ein Siphon jetzt, welches wir aber in der Höhe kürzen müssen. Auf der Rückseite seht ihr ein HT-Rohr, welches 90 Grad ist, also um die Ecke geht. Das können wir gleich rausziehen und werden das Siphon, welches dann in die Wand geht, dort auch gleich montieren. Es geht darum, wenn wir jetzt das nämlich so lang lassen, dann würde das Wasser nicht in das Abflüssli laufen. Das heißt also, wir werden das Hauptrohr nun kürzen. Wichtig ist, dass ihr aber daran denkt, dass dort eine Eintauchtiefe auch noch stattfindet. Diese Eintauchtiefe haben wir ja vorher jetzt abgemessen, das ist der unterste Strich. Diese Differenz vom untersten Strich bis zum Ende des Hauptsiphonrohres müssen wir jetzt noch dazu addieren, zur normalen Höhe. In dem Fall sind es 4,5 cm, meine ich, gewesen. Noch ein Strich. Und jetzt sehen wir, das Hauptrohr, oder jetzt sehen wir, wie viel vom Hauptrohr gekürzt werden kann und sollte. Wenn ihr nämlich zu viel abmacht, dann ist das Siphon nicht dicht. Wenn ihr zu wenig abmacht, dann muss das Wasser danach den Berg wieder nach oben wählen, obwohl es ja schon den Berg durch das Siphon gemacht hat. Also, das ist die Eintauchtiefe, erster Strich bis zum zweiten Strich von oben. Und unten ist, was wir abcutten werden. Das liegt jetzt in einer Linie zu unserem Abfluss, wie ihr seht. So sieht man super, da kommt gleich dann der Abfluss dran und wird in das Siphon gehen und dann nach oben zu unserer Spüle. Beziehungsweise von oben gesehen, das Wasser kommt runter, läuft durch dieses Hauptrohr runter, läuft danach in das Siphon rein und läuft dann durch das Siphon durch in den Abfluss. Und nun nehmen wir uns dafür eine kleine Metallbügelsäge und werden das abcutten. Das könnt ihr auch mit einer Flex und einer
Scheibe machen, aber keine Schubscheibe, sondern dann schon eine zum Abschnibbeln. Womit kann man es noch machen? Mit einem kleinen Schnibbler, ach, mit einer Säge, haut's einfach durch. So müsst ihr recht wenig messen, wie ihr seht, und habt auch schnell ein Ergebnis. Dass es da so ein bisschen schräg ist, ist nicht so tragisch, weil das ist ja die Einpresstiefe, die dann in dem anderen Rohr verschwinden wird. Also es ist ein gasdichtes, jedoch flüssigkeitsdurchlässiger Verschluss von Röhrensystem. Das Funktionsprinzip dabei beruht auf einem S-förmigen Rohr, dessen untere Biegung stets mit Flüssigkeit gefüllt bleibt und damit den Durchlass von Kanalgasen verhindert. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass ihr einen Siphon unter eurer Spüle installiert. Hier sehen wir jetzt noch den Anschluss für eine Spülmaschine. Da kann nämlich dann die Spülmaschine ihr Dreckwasser ins Siphon einlaufen lassen. Und wir gehen jetzt folgendes vor. Wir nehmen, also bei jeder Verbindung solltet ihr immer einen O-Ring, einen Gummiring nutzen. Am besten ist es, diesen Gummiring mit etwas Gleitmittel zu versehen, damit er einfach flexibel auch nach längerer Benutzung bleiben kann. Also ein bisschen Gleitmittel dran an alle Verbindungen, die ihr jetzt zusammenschiebt. Dann seid ihr da auf einer noch besseren Abdicht-Session als wie vorher. Jetzt drehen wir das Siphon in den Abfluss von unserer Spüle hinein, richten auch schon die Richtung richtig raus. Wenn ihr einen Geschirrspüler anschließen wolltet, müsst ihr dann darauf achten, auf welche Richtung ihr da wollt, um dort den Abfluss auch noch für den Geschirrspüler zu setzen. Wir haben jetzt keinen Geschirrspüler in dieser Küche, ergo brauchen wir das nicht. Und jetzt seht ihr, wundervoll. Ihr seht, der Schlitz ist weg. Ergo haben wir die richtige Eintauchtiefe gewählt und wir sehen hier, wir haben eine gerade Strecke bis eine Strecke mit leichtem Gefälle zum Abflussrohr, welches an der Wand hinten sich befindet, drauf. Jetzt müssen wir natürlich noch, das Siphon ist dran, wie ihr seht, es geht also runter, flopp und wieder hoch. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir auch noch den Kontakt in die Kanalisation herstellen. Das heißt also HT-Rohr raus, das ist ein 40er HT-Rohr, das heißt wir haben hier hinten eine 40er Aufnahme, wo dann eine, in dem Fall bauen wir uns jetzt, eine Verbindung reinkommt. Da gibt es aber auch HT-Rohre, die von 50 auf 40 gehen, rund, zack. Also ihr müsst gucken, ob ihr 50er, das ist eine 50er, 5 cm, 50er Durchmesser und das da ist der 40er. Ergo haben wir hier ja einen Durchschnittsunterschied von unserem Siphon, welches wir verbauen, zu dem, wo wir in die Kanalisation müssen. Also müssen wir dort dann eine kleine Veränderung durchführen, eine Verbindung zwischen 50 und 40. Hier ist diese Art von Verbindung. Die gibt es aber auch, wie gesagt, wenn ihr die extra bestellen wollt, gibt es die auch in einem Ding. Plöpp. Das ist dann von 50 auf 40 fertig. Dann braucht ihr diese Schnibbel-Action, die ich jetzt hier jetzt gerade betreibe, nicht betreiben. Aber wenn ihr sowas noch in eurem Autochen habt oder in eurem Fundus, dann könnt ihr das auch genauso hier machen und es bleibt auch dicht bleiben. Also hier haben wir jetzt ein 40er Rohr. Dieses Rohr ist mit einer 90er Verbindung am Schluss gesetzt. Das heißt, wir werden es hier ein bisschen raus abschnäbeln müssen, weil das ist ja unser Eintauchdurchmesser in die Kanalisation später. Das heißt, hier geht es auch wieder genauso wie vorher. Eintauchtiefe erst messen, sprich reinstecken, bis es nicht mehr weitergeht. Dann zeichnen wir uns das an und dann haben wir die Eintauchtiefe, die später unser Rohr haben wird. Dazu nehmen wir wieder ein Edding, einmal um die Wand rum, zack, dann haben wir das. Easy peasy. Denn, wenn ihr da zu kurz seid, wird es undicht. Und wenn es undicht ist, ist es dann, wenn kein Wasser durchläuft, dann wird es stinky stinky machen. Und wenn Wasser durchläuft, dann wird es nässen, was auch nicht schön ist. So, wir haben also jetzt die Einpresstiefe. Und jetzt brauchen wir natürlich noch weitere Maße, das heißt in unser Verbinderstück von 50 auf 40 müssen wir jetzt auch nochmal die Einpresstiefe messen. Das haben wir jetzt, das heißt, das war ein Stückchen weiter als das, was wir schon ausgemessen haben. Was haben wir hier? Das sind 4,5.
Also gehen wir drauf, gehen wir bis 10 ungefähr hin. Oder 12. Haben wir 12, ne? Damit wir ein bisschen Luft da in den Kasten haben, ne? So, das heißt, bei 12 werden wir auch jetzt dieses Rohr bearbeiten. Nochmal, das müsst ihr nicht. Ihr könnt auch direkt eine Verbindung von 50 auf 40 schaffen mit einem Röhrli. Das gibt es alles zu kaufen. Ich verlinke unten mal ein paar Teile darüber, damit ihr euch das zusammenstellt, wie ihr wollt oder wie ihr könnt. Auch hier gibt es immer dazu, das Siphon kann verlängert werden. Es ist nur wichtig, dass das Siphon unten drunter einen Geruchverschluss setzt. Und die Weiten und Ferne der Rohre könnt ihr dann alles anpassen, bis ihr dann in der Kanalisation angekommen seid. So, das ist unser selbstgebautes Reduzierstück jetzt aus einem 50er Übergangsstück auf 50. Dann geht es in ein 40er Stück, welches auf das 50er Stück geht. Und am Schluss haben wir jetzt noch eine Verbindung für die Kanalisation von 40 in männlich eingesetzt. Hier. So, das ist unser Verbindungsstück. Das gibt es auch alles in einem Stück. Ihr müsst nur immer darauf achten, dass zwischen jeder Verbindung eine Gummimanschette sitzt oder eine Gummimuffe wie hier. Diese dann auch wieder mit Gleitmittel einschmieren, damit es einfach besser gleitet. So, dann haben wir diesen Teil schon mal von unserem Siphon, sprich die Verbindung zum Abwasser, haben wir damit hergestellt. Komplett reinschieben, da darf nichts wackeln. Das muss alles schön, schön miteinander verbunden werden. Jetzt an unser Übergangsstück muss natürlich jetzt auch noch das Siphon angeschlossen werden. Den oberen Teil hin zur Spüle haben wir ja schon. Ja, gehen wir jetzt wieder genauso wie vorher vor. An dem 50er Stück gehen wir hin und holen uns jetzt da die Eintauchtiefe wieder. Also ihr seht, es geht immer, es ist ganz wichtig, erst die Eintauchtiefe zu ermitteln, diese Eintauchtiefe dann zu übertragen auf das Stück, welches ihr braucht, bis ihr das Siphon vernünftig einbauen könnt. Das heißt, wir ziehen jetzt die Eintauchtiefe davon ab, wie viel Platz wir wegnehmen müssen. Das heißt, wir machen das, wir montieren das Siphon selber erstmal temporär und können dann die Weite abzeichnen und abmessen bis zum Reduzierstück, welches das Reduzierstück natürlich dann auch noch in die Kanalisation eindringen wird. Ist ein bisschen kompliziert, wie ihr seht, aber ihr schafft das schon. Wir gehen Schritt für Schritt ganz easy peasy vor und ihr seht, es wächst und gedeiht ja auch. In solchen Sets von den Siphons gibt es auch immer Standards, die etwas länger sind, etc. Das heißt, ihr müsst euer Siphon immer ein bisschen anpassen. Aber kein Ding, wir schaffen das. So, und hier seht ihr jetzt, dass hier die Möglichkeit ist, etwas abzuschnibbeln und plus die Eintauftiefe werden wir jetzt abschnibbeln. Das heißt, wir haben die Eintauftiefe, die müssen wir nach hinten überziehen, Richtung Siphon. Und die andere Seite ist dann die Strecke zwischen dem Siphon und unserem Reduzierstück. So könnt ihr euch meterlange Abflussleitungen zusammenstecken. Das geht am einfachsten mit normalen HT-Rohren. Die sind in verschiedenen Winkeln auch erhältlich. Wenn ihr zum Beispiel zwischen irgendwelchen Kurven müsst, etc., die gibt es in 30 Grad, in 40 Grad, in 70 Grad, 80 Grad, alle möglichen Gradzahlen sind da vertreten. Die gibt es gerade, die gibt es gebogen, alles Mögliche könnt ihr da euch zusammenstellen. Das ist halt wirklich individuell. Auf jede Küche müsst ihr das genau abmessen. Eine Alternative ist dort ein Siphon mit so einem flexiblen Schlauch. Das ist aber ganz gut, weil es ist viel einfacher. Ihr schiebt einfach den Schlauch rein, fertig. Nur in diesem Schlauch gibt es ja Rillen. Und diese Rillen setzen sich oft und schnell dann über die Jahre mit Dreck zu. Und das ist ärgerlich, weil irgendwann ja eine Verstopfung darin ist. Deshalb ist es immer wichtig, in dem Rohr so einen besseren Flow zu setzen, dass das Wasser und das dreckige Zeugs einfach in die Kanalisation sich aufmachen kann. Ja, easy peasy, oder? So, jetzt müssen wir natürlich auch noch das Siphon Stück mit unserem vorher bearbeiteten im oberen Bereich liegenden
Rohr verbinden. Dazu gibt es solche konischen Gummidichtungen. Diese konische Gummidichtung ist dafür da, um zwischen zwei Rohren auch eine Abdichtung herbeizurufen. So, das friemeln wir jetzt über unser vorher geschnittenes Rohr, nicht hinten den Abfluss, sondern jetzt sind wir wieder oben und da kommt dann, ah nee, zuerst, Entschuldigung, zuerst kommt natürlich dann die Überlauf-Mutti drauf, dann kommt unser zu dichtendes Gummigeschöpfchen inklusive der besagten Gleitschicht drauf und dann können wir das durch das Drehen abdichten. So, auf geht's, zudrehen, fertig. Dadurch, dass das Siphon selber einen Kugelkopf hat, können wir es sogar wirklich in der Lage ganz chillig und flexibel verstellen. So, jetzt seht ihr, kommt das Wasser von oben an, läuft durch das Siphon, ab in die Kanalisation. Und so haben wir ein gutes und dichtes Siphon-Geflecht uns gebaut, individuell. Yeah, gut gemacht.